Hallo und herzlich willkommen zurück auf Bungalow in Mafia 3. Ja, und unser Kumpel hat uns gerade abgeholt mit diesem niceen Sportwagen. Okay. Und Sammy, geht's gut? Seit das Telegramm kam, dass du heimkommst, saß er auf glühenden Kohlen. Und wenn das Flugzeug abstürzt, wenn der Zug Verspätung hat, wenn die ihn zurückbeordern, dann hat er sich mit einem Whisky ans Küchenfenster gestellt, als ob er dachte, du kämpfst gleich den Bürgersteig lang. Sag aber nicht, dass ich dir das erzählt habe. Mach ich nicht. Seit der Sache mit Mama... Ach, Scheiße, du weißt ja, wie er manchmal ist. Er wird froh sein, wenn du da bist. Das glaube ich auch. Wie auch immer das dann ist, ich habe noch keine Ahnung. Grün. Wie lange muss ich? Passt. Mal Spurschnitt wechseln. Hoppala. Ein guter Autofahrer. Tatsache. Was ist ein Punkt? Achso, ich dachte schon, dass ich jetzt Stress bekomme. Das wäre nicht cool. Schaut nicht. Gechillt fahren, gechillt fahren. Ja, ja. Ja, die haben auch Nerven aus Stahl. Oh. Na komm, mal schauen, was die Kiste so drauf hat. Polizeibeobachtung. Polizei greift dich an, wenn du sich für Verbrechen begehst. Ja, ja. Erinnerst du dich noch an Marty und Ron Langford? Klar. Die kamen nach Empire Bay, als du gerade ein Jahr weg warst. Empire Bay. Die haben angerufen und gefragt, ob ich was haben will. Ich hab ja gesagt, ist für mich wie geschenktes Geld. Jedenfalls, vor einem Monat krieg ich Post von Ron und Marty. Sie steigen in den Heroinmarkt ein und suchen einen Partner für hier unten. Glaub nicht, dass Sammy da scharf drauf war. Von dem Gras habe ich ihm nie erzählt, geht keinem was an. Aber darüber muss ich mit ihm reden. Keine drei Worte und er brüllt los von wegen FBI und dass wir J. Edgar an den Hals kriegen. Und was mir einfällt, Dope zu verkaufen, wenn Kinder im Viertel rumrennen. Wir verkaufen kein Dope an Kinder. Als ob die überhaupt die Kohle dafür hätten. Aber jetzt mal ohne Scheiß. H ist kein Joke. Ich kannte ein paar Typen mit Namen, die es vertickt haben. Haben sich dann mit den Falschen angelegt und man hat ihnen die Kehlen durchgeschnitten. Oh. Scheiße, Mann, das weiß ich doch. Deswegen rede ich mit Georgie drüber. Das lässt Sal sich niemals gefallen. Georgie sagt, er kann es vor seinem Alten verheimlichen. Wir meiden das Hollow und Frisco und verkaufen nur im French Ward. Georgies Onkel Lou hält das Maul, solange wir ihm seinen Anteil geben. Ich weiß nicht, Mann. Georgie ist ein cooler Typ und alles, aber H ist kein Spiel. Mach doch mit. Er hat sicher nichts dagegen, wenn wir durch drei teilen. Weiß nicht. Ich zieh mich mal zurück und denk eine Runde nach. Echt so, Alter. Schon klar. Ey, so komm. Bist wieder da. Alles cool. Wollen wir ein bisschen H verticken? Junge, Junge. Aber das Auto zieht voll an, Alter. Jedes Mal hab ich Gas. Wenn du erstmal angekommen bist, dachte ich, wir schauen in diesen neuen Laden im French Ward vorbei. Mit zwei Mädels vielleicht. Und mit wem soll ich da hingehen? Mit deiner Großtante Beatrice? Oh Gott, habe ich dir schon erzählt, dass ich sie mal ohne Bluse gesehen habe? Diese Frau hat die gruseligsten Hängetitten, die ich je gesehen habe. Die waren wie zwei Kartoffelsäcke mit nichts drin. Na klar, zufällig. Hey Mann, fick dich. Ich hatte verdammtes Glück, dass ich das überlebt habe. Jedenfalls, du gehst mit Ray Jean. Ray Jean? Glaub mir, wenn du die siehst, willst du gleich loslegen. Ist das so? Die Hälfte der Jungs aus dem Hollow kleben an ihr dran. Wollen mit ihr ausgehen. Holen sich alle einen Korb. Sie hat bloß Augen für dich, Lincoln Clay. Fick dich. Warte ab, Mann. Sobald du sie siehst, steht er dir wie eine Eins. Junge, ist so behindert. Ja, Junge, da kann das Auto noch behinderter bremsen. Ja, komm, scheiß auf Ampeln, Alter. Wir kommen hier nicht voran. Wenn ich so rumchill. Vielleicht sollten wir halt kein Auto crashen. Ah, ease. Kein Problem, hey. Ah, schön. Ein bisschen Gas geben. Ja, dann kommen wir ein bisschen schneller ans Ziel. Oh, hi Bullen. Ja, wir geben ein bisschen Gas, ne?
Oh, nice. Die City ist ja am Brennen, mein Freund. Ja, erstmal ein paar Bremsspuren hinterlassen. Ist ja kein Problem. Aber wenigstens habe ich nichts gecrashed. Ist nicht schlecht. Komm. Schon packen. Und jetzt machen wir irgendwas. Komm, wir gehen vorne ran. Du wirst deinen Kriegsheldenarsch nicht durch die Hintertür reinschmuggeln. Seht mal, wen ich beim Schnorren vor dem Bahnhof aufgelesen habe. Hey, freut mich, Mann. Hallo. Mann, du solltest doch Lincoln Clay heimbringen. Nicht den Mordsnigger, der ihn gefressen hat. So sieht's aus, alter Mann. Ich wär endlich mal da, wo Leute kochen können. Hey, willkommen daheim, mein Junge. Wie geht's? Ah, vielleicht geht's gleich, wenn ich was zu trinken bekomme. Den Kornwhisky hast du ja immer schon geliebt. Alle herhören, ich will was sagen. Mein Vater meinte immer, dass sich der Wert eines Mannes in der Spur zeigt, die er hinterlässt. Als Lincoln mir eröffnet hat, dass er zum Militär will, war ich dagegen. Zu gefährlich, sag ich. Lass doch die anderen sich die Köpfe einschlagen. Doch dann habe ich erkannt, Lincoln muss da raus und seine Spur hinterlassen. Und genau das hat er auch getan. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Komm hier. Hey. Hey. Siehst gut aus. Schön, dich zu sehen, Lincoln. Ich hab für dich gebetet. Danke, Vater. Vielen Dank dafür. Okay, wer säuft sich jetzt alles die Hucke voll? Was fühlt man, wenn man aus dem Krieg zurückkommt? Erleichterung? Furcht? Schuld? Es ist, als wäre man gefangen. In einem dunklen Raum. Ohne einen Ausweg. Und jede Angst, jeder Albtraum, den man je hatte, ist mit dir in diesem Raum. Keine Chance zu fliehen. Kein Entrinnen. Doch dann, eines Tages, öffnet sich eine Tür und man kann gehen. Einfach so. Aber man hat mit dem Terror und der Todesangst seinen Frieden gemacht. Das alles gehört nun zu dir. Und du hast Angst, dich davon zu trennen. Aber was bleibt einem übrig? Jeder Soldat muss dadurch. Ein jeder auf seine Art. Mann, werde ich morgen Schädel haben. Ach komm, schlaf dich einfach aus. Dein Zimmer ist noch so wie früher. Ich leg mich lieber in den Keller. Wieso in den Keller? Du willst doch nicht etwa da unten pennen, ne? Wir sehen uns morgen früh. Mann, oh Mann, der Krieg hat dich wohl völlig weich in der Birne gemacht, oder? Ja, mein bester Bro immer dafür einen Joke. Ah man, erstmal hier. Nein. Alter, wie im ersten Teil. Wie im zweiten Teil. Mit fliegenden Zauberstühlen. Entschuldigung, kann ich dir helfen? Kannst du woanders Breakdance machen? Ich will schlafen. Danke. Okay, die Begegnung mit dem Zauberstuhl und ja. Oh, hier ist ein Tresor. Nee, oder? Doch. Hä? Ja. Nice. Fernseher ist da? Vargas-Gemälde. Okay. Egal, jetzt erstmal pennen kommen. Sammy. Ist das Sammy's Bar? Ah, es wird hell draußen. Auf der Straße. Und erstmal Herzinfarkt.
der hat sich nicht mal zugedeckt. Der hat nicht mal Schuhe ausgezogen oder sowas. Sagen wir, gehen erstmal hoch. Und mal schauen. Wir pfeifen kohlemäßig aus dem letzten Loch und zahlen Lebensmittel für das ganze Viertel, so eine Scheiße. Hör auf, so zu reden. Das wäre nie passiert, wenn du auf mich gehört hättest. Was ist denn passiert? Mach du dir keine Sorgen darüber, Lincoln. Ich habe alles unter Kontrolle. Unter Kontrolle? Verdammt nochmal, mach Junge, die Augen ich auf. Ich dich nicht nochmal. Ganz wie du willst, alter Mann. Lass ihn gehen. Der beruhigt sich wieder. Willst du mir sagen, wieso er sich so aufregt? Wir haben Probleme mit den Haitianern. Aber wie gesagt, alles unter Kontrolle. Okay, alles eingeladen. Ich denke, wir haben genug für... Soll ich später wiederkommen? Zur Feier, dass du unversehrt heimgekehrt bist, habe ich Pater James eine Spende zukommen lassen. Und zwar Nahrungsmittel, die er an bedürftige Familien verteilen kann. Vielleicht willst du mir helfen, Lincoln, dann kannst du dir dein Viertel mal ansehen. Wie ernst ist die Sache mit den Haitianern? Du kennst doch Alice. Wenn den mal einer schief anschaut, flippt er doch immer gleich aus. Also dann, ich komm später wieder. Quatsch. Lincoln muss mal raus. Hab einen schönen Tag. Außerdem ist doch gut, wenn ihr ein bisschen Zeit zusammen verbringt. Na los, also, die Leute warten schon auf ihr Essen. Aber ich habe gerade gesehen, es ist immer noch dieselbe Zigarettenmarke wie damals. Er wollte raus aus der Stadt, hat er mir erzählt, nach Kalifornien rüber. Irgendein Freund aus der Army hätte ihm einen Job bei der Mare Island Werft verschaffen können. Er ist nur zurückgekommen, um sich von Alice und Sammy zu verabschieden. Aber dann hat er mitbekommen, dass Sammy Ärger mit diesen Haitianern hatte. Und so entschied er, sich zu bleiben. Diese Haitianer sind richtig üble Typen. Doch er wollte Sammy helfen. Was auch der Krieg aus ihm gemacht hatte. Er war loyal wie immer. Okay. Nice. Junge, das Spiel macht so Laune. Komm schon. Ich denke, als Schweißer arbeiten. 3 Monate Ausbildung, dann lässt die Gewerkschaft dich rein. Hast du es Sammy und Alice erzählt? Noch nicht. Ich wollte ein paar Tage warten und sie nicht damit überfallen, wo ich gerade erst wieder hier bin. Sie werden das nicht gern hören, aber sie kommen damit klar. Du musst tun, was für dich das Beste ist. Jetzt bedien mal die Leute. Ich bin gleich wieder da. Ich habe gehört, dass es leider ein paar Lags gibt, aber bis jetzt sind wir davon ja relativ verschont geblieben. Ja, man erstmal super austeilen. Warme Mahlzeit, warmes Herz, ganz gewiss. Ach so, okay. Danke. Bitte. Kein Problem, Bruder. Wie war dein Tag? Ach, mein Tag? Naja. Was du hier tust, ist ein wahrer Segen für uns, Lincoln. Vielen Dank. Warum kennst du meinen Namen? Was sagst du? Zwei Tage hier und die schicken dich schon arbeiten? Ah, ich mach das gern. Bedeutet uns allen echt viel. Muss nicht so schreien. Oh mein Gott. Nice Haare. Besser nicht alt, Junge. Das ist eine verdammte Quälerei. Ich guck mal, was ich machen kann. Hi, Lincoln. Wie geht's, Regine? Mir geht's gut. Schön, dich mal wieder im Hollow zu sehen. Schön, diese großen braunen Augen wieder zu sehen. Nun, die sind meist drüben bei meiner Tante zusammen mit dem Rest von mir. Du solltest mal vorbeikommen. Okay. Lincoln, es gibt Ärger! Renn weg, Regine!
Lincoln, wenn wir mit dir fertig sind, ist Sammy dran. Das fängt ja gut an. Komm mal, da fühlst du dich stark mit deiner kleinen Pistole, oder? Junge, ich hab einen Kopf. Und jetzt hab ich eine Knarre. François Papadoc Duvalier wurde 1957 zum Präsidenten Haitis gewählt. Bis 1959 schuf er eine Geheimpolizei mit Namen Tonton Macoute und wer konnte, der floh. Die meisten Flüchtlinge siedelten sich im Süden der Vereinigten Staaten an, darunter auch eine Anzahl Schwerkrimineller. Und die bildeten den Kern der späteren Haitianer-Gang. Lincoln erfuhr, dass sie aus den Sümpfen operierten. Ihr Boss war ein Mann namens Baka. Baka. Ah, schon fertig bei so würde ich meinen Hund nennen. Gab Stress mit den Haitianern. Sag jetzt, was los ist. Was geht hier wirklich ab? Tja, ist wohl besser so. Vor 6 oder 7 Monaten fing's an. Die Leute im Hollow wurden ausgeraubt. Geld, Wertsachen. Dies und das eben. Schon bald hatten wir raus, wer es war, die Haitianer. Dann waren die Bâtards sans valeur scharf auf die Lotterie. Um wie viel geht's dabei? Wie viel? Genug für einen riesen Schuldenberg bei Selma Carno. Wir können ihn seit 3 Monaten nicht bezahlen. Ach du Scheiße. Wenn ich sie mir vornehme, verschafft uns das Luft bei Macano, richtig? Überlass mir mal, Sal. Wir kennen uns schon ewig. Aber die Sache mit den Haitianern, das muss endlich aufhören. Haitianer? Du und Alice, ihr müsst das regeln. Wo finden wir sie? In den 20ern haben die Leute in Bayou Salz gewonnen. Sogar eine kleine Siedlung gab's da unten. Als die Depression kam, verließen sie sie. Das Ganze kann nur von da ausgehen. Wir werden Waffen und Munition brauchen. Ruf die Nummer an. Aber tu es bitte nicht von hier. Sollte möglichst unauffällig sein. Oder? Wir durchkämmen das Hollow, schnappen jeden von diesen Schwanzlutschern und legen sie um. Thema beendet. Das Letzte, was wir hier im Viertel noch brauchen können, sind Schwarze, die sich gegenseitig killen. Wir machen das leise. Weit weg von hier. Wenn wir die eliminieren, die ganz oben stehen, erledigt sich der Rest von ganz alleine. Glaub mir. Ja, Mann. Okay, alter Kämpfer. Ganz wie du meinst. Ja, Mann, erstmal aus Krieg und wieder alles zerballern. Ja? Die Haitianer sind heftig drauf. Oh, Haitianer, ich krieg schon Angst. Ah. Die solltet ihr nie unterschätzen. Tu ich gerade. Er denkt sich so, shit. Ja, red mit dir selber Französisch, toll. Streber. Ja, hallo, das Spiel ist abgekackt. Und dann musste ich schnell neu starten, jetzt habe ich wieder weitergemacht und jetzt sind wir hier in den Sümpfen gewesen. Einfach so, ich glaube, das ist, wo die Mission halt weitergeht. Also wir greifen jetzt an. Also nach der Szene ist nichts mehr passiert, also ihr habt nichts verpasst. Hoffe ich. Wie viele Männer schicken wir los? 2 Teams. 1 greift die Bar an, das andere wird... Okay, schleiche dich an deinen Gegner und... Verbirg dich von ihnen, die Gegner schaffen mit Kampf. Okay. Lasla, der wurscht man selbst, wenn wir das halbe Hallo abfackeln müssen, um Sammy zu kriegen. Werden wir es tun? Wir hören erst auf, wenn der alte Mann tot ist. Er, Alice und der andere Kerl. Lincoln Clay. Genau der. Diesmal wird er uns nicht entkommen. Papa Legba,
Öffne. Ja. Tot, würde ich sagen. Nice, Waffe erstmal. Erstmal mit Waffe chillen, komm. So. Ja, komm. Leg um den Pisser. Zeit für Zielübungen. Oh. Ja, das lief gut. Hashtag Stealth. Naja, ich fand die der Typ fürs Ruhige. So, ist es hier unten? Oh, toll, noch eine Waffe. Ah, nice, was ist das? Keine Ahnung. Nice, nicht schlecht, nicht schlecht. Sieht böse aus. Tja, Mr. Haitianer. Schau mal, das Band wackelt mit. Wucke, 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 wucke. Ey, pass auf, ich bin linke Kreier da. Ah. Fahrwille also, um eine Gruppe von Gegnern aufzuteilen oder vorzulocken. Entfernen gedrückt. Entfernen? Was für eine hässliche Taste ist das? Okay, Bruder. Der Typ blind. Wir geben. Okay, ich muss Steuerung noch ein bisschen checken. Schau mal, da chillt er. Okay, komm ruhig her. Komm ruhig her, ist kein Problem. Ich knock dich. Okay, schön. Junge, der Typ ist nicht schlecht. Keine Ausrede. Nehmt hier alles auseinander. Okay. Das war knapp. Ich hab was Verdächtiges gesehen. Hast du nicht, hast du nicht. Wir geben nichts auf, bevor wir ihn haben, Bruder. Ja, ja, Bruder. Wir müssen uns das genauer ansehen. Okay. Dann sieh es mal genau an. Hier, genau genug. Heilige Scheiße. Oh. Hab ihn im Visier. Okay. Was? Nice, keine Muni mehr. Hat er gerade gesagt, Motherfucker. Oh. Und ich drücke mal Q, um in Deckung zu gehen. Aus Gewohnheit. Okay, nice. Wir müssen anscheinend vorne oder hinten rein. Kann ich hier rein? Ja, nice.
Tja, Bruder. Lief nicht so gut für dich. Jetzt ist hier irgendwie dieser Oberboss. Okay, nice. Cool. Halt hier so viel aus. Hättest mich töten sollen, als du noch konntest, Arschloch. Nicht ich, dann diesen nutzlosen alten Mann. Der ist ganz schön stabil. Sollten wir vielleicht mal hingehen. Na, wie geht's? 10 Kopfschüsse. Ja, so, ich halte mir mal den Bauch zu. Fick dich! War ein großer Fehler, im Hollow aufzutauchen. Das Hollow gehört einem Trajisi, einem Feigling und Verräter. Schwarze Kulten, keinen weißen Leuchten. Der Mann, von dem du sprichst, hat mich aufgenommen, als ich nicht wusste, wohin. Du bist nicht besser als er. Achso, ja, das war jetzt effektiver als 10 Schüsse. Oh. Hi. Du Gätte-Cousin! Du Schweine und Schwein der Hölle! Beruhig dich! Ich soll dich beruhigen? Wie soll das gehen? Er hat mich gefangen gehalten, eingesperrt Tag und Nacht. Mich verprügelt und missbraucht. Verfluche dich, du Monster! Dich und deine ganze verrottete Simpson! Er ist tot! Er ist tot! Er kann dir nichts mehr tun, es ist vorbei. Okay, hart. Es ist vorbei? Es ist vorbei? Wie kann so etwas jemals vorbei sein? Pajam! Was heißt Pajam? Verrückte Haitianer. Oh. Hört sich ja schön an. Junge. Motorgranaten werfen, geh. Nimm lieber die Waffe. Molotov Cocktail werfen, GG. Oh! Hab ich einen erwischt? Naja, so, so ein bisschen, ne? Ah ja, der brennt. Junge, Junge, Junge. Das war irgendwie eine Gasflasche oder sowas. Oh, keine Muni mehr. Junge, mach halt noch mehr Geräusche. Okay. Hab ich den erwischt? Nein, der. Fadenkreuz ist halt ein bisschen ungenau. Aber es geht schon. Reicht schon. Ich müsste einfach etwas tun. Oh, Scheiße! Ich brauche Deckung! Ich werde immer mehr von null. Lass ihn bluten! Oh mein Gott. Aim! Oh. Tja, Matic, Bro. Selber schuld, Pisse. Weggehen? Naja, aber ich kann hier rein, oder? Da, halte ihn auf.
Juh. Oh, Junge, Junge. Okay. Ich finde das so geil. Also, Schwarzlutscher, Motherfucker. Heute werde ich nicht sterben. Junge, du hast die Fackel geschmissen. Guter Wurf. Scheiße. Okay, nicht einfach. Den greif ich mir. Erledige ihn von der Seite. Jetzt bin ich unheil. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo jetzt hier irgendeiner sein soll, ne? Oh. Die Frage hat sich geklärt. Wird auch langsam Zeit. Ach, der ist von mir, ich dachte schon. Lass mich raten, ich darf fahren. Toll. Danke. Man hat es ja nicht einfach als Linken. Kai. Dauernd muss ich dich rauspauken. Alles frisch? Ja, alles also, klar. Du liest mit Barker? Wir sind zu einer Radio ausmachen. Leider. Ich liebe das Radio eigentlich. Ich hab ja gesagt. Aber es geht nicht. Fahren wir zurück zu Sammy. Corps wird so dermaßen happy sein. Diese Scheiße mit den Haitianern hat ihn schwer runtergezogen. Wenn die weg sind, wird sich alles wieder beruhigen. Natürlich. Dann läuft alles so, wie es soll. Safe. Ich sag ihm seit Monaten, dass wir sowas machen müssen, aber Pops? Naja, ich weiß auch nicht. Manchmal glaube ich, er hat das Interesse an dem Kram verloren. Nur weil er nicht gewalttätig wird, hat er doch nicht gleich das Interesse verloren. Ja klar, aber ich frage mich, wie es weitergeht, nachdem, du weißt schon. Und ich erst recht nicht, erklär's mir. Ob durch eine Kugel oder die Hand Gottes? Jeder muss mal sterben, oder? Ja, sicher. Aber Alice Wirbel. Ich bete drum, dass Pops uns beide überlebt. Aber wenn nicht, will uns jeder Scheißer im Hollow entweder folgen oder abknallen. Ich sag ja nur, wir sollten darauf vorbereitet sein. Darüber müssen wir uns im Moment noch keine Sorgen machen. Also entspann dich erstmal mit deinen großen Plänen, okay? Ja gut, schon klar. Junge, nicht einfach. Und schon sind wir wieder im Mafia-Geschäft drinnen. Pacen über die Straßen. Knallen Haitianer ab. Freitag da halt, ne? Junge, Junge, Junge. Das Navi ist gar nicht so schlecht gemacht, dass da so alle paar Meter dann dran steht, wie man hinfahren muss. Ich habe ja eh immer die beste Orientierung, deswegen... gar nicht mal so schlecht. Nee, es ist geil. Das Schießen ist auch geil. Alles ist geil. Ja, erstmal um die Kurve pacen. Mehr oder weniger safe. Junge, Licht. Junge, fast blind. Ah, Junge. Ich brauche für Spiel Sonnenbrille. Hört sich gut an. Sache, die Linker nicht gesehen hat oder vielleicht auch bloß nicht sehen wollte, war, dass es für einen Menschen wie Sammy immer wieder neue Bedrohungen geben würde, wie die Haitianer. Und wenn ihm die einmal nicht ans Leder wollten, würden sich eben andere finden, die ihm das Leben schwer machten. Das hätte sich nie geändert. Und so ließ ich Lincoln mit Zamakano ein. Du hattest recht, die Haitianer waren tatsächlich bei der alten Salzmine. Die machen uns keinen Stress mehr. Warum habe ich dich nur dahin geschickt? Ich sollte das mal selber machen. Wo ist der Unterschied? Das habe ich doch vor Vietnam auch gemacht. Wahrscheinlich weißt du es nicht. Gleich nach den Nachrichten zeigen sie im Fernsehen immer die Namen der Jungs, die gefallen sind in Vietnam. Ich habe sie gelesen. Jeden Abend habe ich die Liste gelesen und mich jeden Tag gefragt, wann da wohl dein Name stehen wird. Aber er stand da nie.
Mir ist nichts passiert. Aber man hat leider nicht immer Glück im Leben. Früher oder später. Passt du einmal nicht auf und das war's dann. Also, was unternehmen wir wegen Marcano? Wir zahlen ihm sein verdammtes Geld. Geht nicht anders. Wirft die Lotterie genug dafür ab? Die Lotterie? Nein. Aber Sal hat vorhin angerufen. Er will dich sehen drüben im Country Club. Er sagt, er hat einen Plan im Kopf. Wie sich das alles regeln lässt. Schwarze dürfen aber nur als Angestellte rein. Also, es wird ihn nicht passen. Aber du kommst ja auf Geheiß von Sal Marcano. Wenn er dich sehen will, kommst du auch rein. Schön. Wollte schon immer sehen, wie der Laden von innen aussieht. Und du wirst tun, was immer Sal will. Klar? Tu es für uns alle. Werde ich tun, Pat. Ja, Sir. Oder Sir. Junge, harter Alkoholiker, ohne Scheiß. Wie trinkt der? Schlimmer als Olli. So, das war der zweite Teil von Mafia 3. Echt geil bis jetzt. Ich find's richtig nice. Ich hoffe, euch gefällt's auch so gut wie mir. Ja, das war's erstmal für diese Aufnahme. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Ciao.